Kennt ihr eigentlich Marshmallow Fluff oder Marshmallow Creme? Das ist eine Creme, die habe ich gestern gemacht und das ist hier, wenn man so will, ein Brotaufstrich. Und das zeige ich euch jetzt mal. Also anschnallen, los geht's. Als allererstes braucht ihr zwei Eiweiß und einen Mixer logischerweise. Und ja, ich würde sagen, wir mixen einfach mal los. Wenn das anfängt, so langsam hell zu werden, so wie jetzt halt eben, dann geben wir da eine gute Prise Zucker zu und mixen das richtig steif. Und woran erkenne ich, dass der Eischnee richtig gut geworden ist? Eigentlich ganz einfach. Wenn ihr es umkippt und es fällt nicht raus, dann habt ihr frische Eier genommen und dann war auch kein Eigelb dazwischen, dann war alles richtig. So, das ist der erste Teil, das an die Seite stellen. Wie gesagt, wenn ihr das so nicht habt, so, kann ich jetzt weitermachen. Dann nochmal von vorne anfangen. An die Seite damit und wir wandern jetzt mal rüber zum Herd. In einen kleinen Topf gebt ihr jetzt 80 ml Wasser und zwei Blättchen oder ja, ihr könnt auch trocken Gelatine nehmen und die halt eben einweichen. So, einmal rein, zweimal rein und das lassen wir jetzt einfach mal kaltes Wasser und das lassen wir jetzt einfach mal 5 Minuten eben quellen. Wenn die Gelatine dann so schwabbelig ist, wie man das jetzt hier sieht, dass sie so aufgequollen ist, also so, dann geben wir da 80 Gramm Zucker zu und jetzt den Herd auf volle Pulle und rühren. Das Ganze, ich filme das jetzt mal in einer Szene, macht da nur Zeitraffer raus, aber nur damit ihr seht, wie das Ganze funktioniert. Also einmal aufkochen komplett, also den Herd auf volle Lotte laufen lassen, bis es aufkocht und dann auf mittlere Hitze runterstellen. Wichtig ist nur, dass wenn es aufgekocht hat, die Hitze sofort runterstellen auf mittlere Hitze und rühren, bis der Arzt kommt, weil sonst schäumt es über. Das liegt an der Gelatine, die da drin ist. Und jetzt einfach so lange rühren, bis wir so einen Sirup haben. Fühlt man auch oder sieht man dann teilweise auch. Also einfach mal kräftig rühren. Und wenn es braun wird, dann war es zu heiß. Dann könnt ihr es wegschmeißen. Kann man normalerweise auch mit einem Zuckerthermometer haben, aber das habe ich nicht zu Hause und ich wette, 99% von euch da draußen, die haben auch kein Zuckerthermometer. Das Ganze dauert so circa 3 bis 5 Minuten so ungefähr. Weil das Wasser muss ja im Prinzip jetzt verkochen, verdampfen und dann muss sich daraus ein Sirup bilden. Also zwischendurch kann das auch mal immer, wie gesagt, das soll immer so leicht, so sieht man ja so leicht blubbeln vor sich hin. Und jetzt sieht man auch, ist immer noch wie Wasser im Prinzip, also noch weiter erhitzen. Jetzt sieht man, das ist zwar immer noch flüssig, aber es ist schon, na, es hat schon ein bisschen angezogen, also es ist also schon ein bisschen so sirupmäßig. So wollen wir das. Und es wirft jetzt auch nur so kleine Bläschen nur noch. Dann können wir den Herd jetzt ausstellen und das Ganze vom Herd ziehen. Und mal ein bisschen weiter rühren. Wie gesagt, nicht zu lange, dann wenn es braun wird, dann, also wenn es ein bisschen braun wird, dann geht's, dann ist es karamelliger. Ansonsten, wenn es schwarz wird, dann schmeckt es bitter und ihr könnt es wegschmeißen. So sieht das Ganze jetzt aus. Das heißt, ich habe jetzt hier so von Sirup, das ist also nicht mehr ganz wie Wasser. Und jetzt können wir wieder zu unserem Eischnee rüberwechseln. Jetzt müsst ihr den Mixer auf höchster Stufe laufen lassen, im Eischnee, und dann portionsweise diesen Sirup dazugeben. Ich zeige euch das mal eben, dieses Zwischenergebnis. Wir sind fast fertig, fast. Jetzt seht ihr die Creme hier, so. Ist schon gut fest, aber sie ist halt eben noch ein bisschen flüssig. Und jetzt kommt unsere letzte Zutat noch hinzu. Und zwar Puderzucker. Ebenfalls 80 Gramm. Und das dann auch unter höchster Stufe, wie gesagt, weiter mixen.
und portionsweise hinzugeben. Unsere Marshmallow-Creme auch fertig. Man merkt das auch, dass sie so richtig schöne lange Fäden zieht, ja, und auch schön stabil ist, formstabil. So, mal eben einmal probieren. Weil jetzt kommt nämlich der Moment, wo ihr das Ganze noch pimpen könnt. Das ist im Prinzip jetzt so eine neutral schmeckende Marshmallow-Creme. Ja, aber seht, die ist richtig schön fluffy, fluffy. Hoffen, gucken, wie heiß sie ist. Geht. Möglichkeit Nummer 1, Vanille hinzugeben. So schreibe ich es auch im Rezept. Und zwar ein Teelöffel Vanille da hinein. Ich nehme jetzt hier dieses Vanillepulver. Ihr könnt natürlich auch Vanillezucker nehmen. Und ja, apropos Geschmack. Man könnte jetzt passierte Tomaten da reingeben. Ich habe jetzt nicht wirklich passierte Tomaten gesagt. Vergesst das. Sofort vergessen. Ich bin gerade im Schnitt und lache mich. Musste das selber gerade dreimal anhören. Passierte, wie komme ich auf passierte Tomaten? Nein. Nein. Weiter. Man könnte da Kirschen reingeben. Man könnte da Nutella reinmachen. Man könnte da Nüsse, geschredderte Nüsse reinmachen. Macht da rein, was ihr wollt. Beziehungsweise was letztendlich entscheidet das, was ihr da letztendlich mit vorhabt. Aber ich mache mal eben die Vanille da rein. Und wenn ihr dann auch alles hier, auch hier richtig gemacht habt, dann könnt ihr das Ganze auch umdrehen und es passiert auch nichts. Dann ist es auf jeden Fall steif genug, das Ganze. Das Ganze sieht jetzt immer noch nach wie vor aus, so wie vorhin. Nur, dass ich jetzt halt eben Vanillegeschmack habe. Oh, Alter. Diabetes pur, aber in geil. Was denn jetzt könnte man, keine Ahnung, was sagt ihr, mit geschredderten Erdnüssen oder mit Nutella? Da geht schon einiges. Wie gesagt, kann man als Brotaufstrich verwenden, kann man Kuchen, irgendwas verwenden, alles möglich auf jeden Fall. Das Ganze könnt ihr jetzt abfüllen. Sagt, jetzt ist es sehr cremig. Ist auch jetzt gar nicht mehr heiß oder so. Und dann, wenn das abgefüllt ist, sagt, dann wird es halt eben so richtig Marshmallow-mäßig. Wie gesagt, das ist jetzt von gestern. Das hatte ich halt eben schon im Kühlschrank stehen. Und dann wird es richtig fluffig auf jeden Fall. Drehen wir eben diesen Löffel hier um. Dann hat man diese ganze, richtig diese Marshmallow-Konsistenz. Aber sagt, kann man warm essen. Kann man aber auch aus dem Kühlschrank komplett kalt essen. Ja, ihr kennt das. Macht's mal nach. Rezept steht ja in der Videobeschreibung drin. Und berichtet mal. Und ich muss jetzt noch ein bisschen schlecki machen. Oh, schmeckt doch echt geil. Oh, schmeckt echt so geil. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss, Chris. Ist aber wirklich gut. Noch mal rein.